Hi, Servus, willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder nach sehr, sehr langer Zeit, nach langer Abstinenz, ein kleines, kurzes Video meinerseits. An der Stelle auch ein Gruß an meinen Kollegen, der mich seit Monaten nervt. Ich soll mal wieder ein Video machen. Nur für dich. Nee, stimmt nicht. Für mich. Ja, ich bin heute unterwegs beim Geocachen mit Kind und Kegel. Und wie so oft beim Geocachen, komplett ohne Plan. Das heißt, ich lasse mich überraschen, was auf mich zukommt. Und ihr dürft euch genauso überraschen lassen, ob diese Exkursion erfolgreich endet oder mangels Plan mal wieder im Sande verläuft. Jo, schauen wir mal, was kommt. Noch keine 5 Minuten unterwegs, wird schon genörgelt. Wann finden wir endlich den Schatz? Ist es eine große Dose? Wie lange geht's noch? Jo. Bis zur Rente noch viel weiter. So. Das sieht richtig interessant aus hier. Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Ja, noch 150 Meter. Ich bin mal gespannt. Ist ganz schön steil hier. Ja. Lassen wir uns überraschen. So, kurz vor dem Ziel, vor dem vermeintlichen Ziel, aber der Weg lässt uns hier im Stich. Und irgendwo da oben muss der Cache versteckt sein. Aber wie ihr es gewohnt seid, wie es meine Kinder gewohnt sind, vollkommen ohne Plan unterwegs im Wald. Erwähnte ich schon, dass ich mal wieder ohne Plan beim Geocachen bin? Jo, nee, doch. Keine Ahnung, Weg zu Ende. Guck mal, wir sind da. Und eigentlich müsste da vorne irgendwie eine Trampelpfad wieder hochgehen. Nur noch Unterholz. Ich würde sagen, der Trampelpfad ist zugewachsen. Improvisieren, querfeldein. Clever wie ich bin, habe ich unter dem Vorwand einer Pinkelpause meine Frau vorausgeschickt. Sie sagt, da gibt es kein Durchkommen. Ja, dann gehen wir hier hoch, klettern. 50 Meter Luftlinie trennen uns vom Ziel. Das sieht beschissen aus, aber richtig beschissen. Wir sind gleich beim Schatz, ja. Und die Mama ist hier im Wald verschwunden, für immer. Mama, kommst du jetzt mal? Tschüss, Mama. Mach's gut. Wir holen dich beim nächsten Versuch ab. Sie antwortet nicht, sie ist verschwunden. Die erste Etappe. Hier sind wir rausgekommen. Und so sieht es unter anderem meine Kamera aus, mit der ich die letzten Monate unterwegs war. Die wurde heute heftig eingesaut. Hoffe, dass nichts ins Objektiv reingekommen ist. Ja, ich sagte doch, ohne Plan. Da geht's hoch. Blaubeeren. Und da oben sehe ich schon die Felsen, wo wir hin müssen. Laut der Wanderkarte, die im GPS hinterlegt ist, sind wir exakt auf dem Weg, auf dem Jägersteig, Wandersteig, wie auch immer, der hier hochführt, aber der ist komplett zugewachsen. Also ein richtig geiles Abenteuer. Unglaublich geil. Viele Tannenbäume. Meine Tochter ist anderer Meinung. Ja, da geht's hoch schon die ganze Zeit. Ist jetzt hier im Hintergrund. Wegsames Gelände sieht komplett anders aus. Aber ich kann hier das Ziel schon sehen. Da geht's hoch. So. Das Gelände wird immer felsiger. Haben die Kinder vorhin noch gemeckert? Sind sie jetzt motiviert? Jetzt beginnt das Abenteuer. Die Schatzsuche. Los geht's. Ja. So, hier gibt es jetzt einen Trampelpfad. Und mitten im Wald
Sind rutschig, die Treppen? Also pass mal auf. Mitten im Wald, wo keiner damit rechnet, gibt es ein paar Stufen. Ja, jetzt geht's auf die Suche. Die Kids haben sich auf eine riesige Schatzdose gefreut. Gefunden habe ich diese Dose mit den finalen Koordinaten. Ja, weiter geht's mit der Suche. Eine Bank, ja super. Ja, wir hatten den Kindern versprochen, wenn wir eine Bank finden, wird Pause gemacht. Was sehe ich hier mitten im Wald am Arsch der Welt? Eine Bank und viele, viele, viele Wege, die hierher geführt hätten auf wesentlich leichteren Wegen und Pfaden, als wir es gewählt haben. Oh. Von da unten sind wir durchs Gebüsch hochgekraxelt zu diesen Felsen hier. Mal ganz ehrlich, weiter kriegst du mich nicht nach vorne, da habe ich die Hosen voll. Nee. Mit großen Höhen habe ich es nicht so. Nach einer kleinen Stärkung, einer ausreichenden Pause mit den Kids auf der Bank, verlassen wir nun den Heidenfelsen und ziehen weiter in Richtung mutmaßliches Finale. Ich muss mich überraschen lassen. Weiter geht's auf verschlungenen Pfaden. Bin mal gespannt, wo uns der Weg hinführt. Denn laut GPS bin ich irgendwo im Nirgendwo unterwegs. Ja. Viele fragen sich, warum man so durch den Wald rennt. Ganz einfache Antwort, weil wir es können. Und für die, die es nicht können, die haben so ein bisschen Natur bei sich auf dem Monitor. Auf der Runde saue ich mir meine Kamera so richtig ein. Die ist mehr gelb als schwarz, als sonst irgendwas. Aber was soll's, ich habe nichts Besseres zu tun, als abends die Kamera stundenlang zu reinigen. Außerdem macht es auch Spaß, wenn sie ständig griffbereit ist. Nein. Ja, stetig bergauf führt uns hier der Weg. Mit tollen Ein- und Aussichten in und über den Schwarzwald. In die Flora und Fauna auch. Und die Kinder sind so zwischen Quengeln und Motivation. Ich hoffe, dass bald wieder etwas felsiger wird, damit es dann mehr Motivation ist als Quengeln. Wir sind so gut wie am Ziel. Den Kindern reicht's. Aber wir müssen noch die ganze Strecke zurücklaufen. Es wird noch eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz, hier gibt es noch mal eine kurze Pause. Der Beweis, hier im Schwarzwald gibt es noch hässliche Hexen. Das ist übrig vom Schatz. Was? Die hässliche Hexe von gerade eben. Was? Wo ist die hässliche Hexe? Na da. Ja. Guck mal. Mama, ja, genau solche Dosen sind es, die Kinder motivieren. Und in den meisten Fällen, sehr gut versteckt und getarnt sind. Der Inhalt, mal so, weiß man nie, aber die Kinder haben was zum Auspacken, zum Reingucken, zum Entdecken. Ziel erreicht, Schatzdose gefunden, die Kinder wollten nichts tauschen, kommt auch mal vor. Und jetzt geht die Strecke wieder zurück. Wir haben uns etwas auf der Wanderkarte orientiert und werden jetzt den einfachsten Weg, den kürzesten Weg zurück zum Parkplatz wählen, da die Kinder inzwischen doch schon etwas ja, quengelig werden. Die Strecke hat ausgereicht, ging ja ordentlich berghoch, es war Abenteuer genug. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder.
Bis dahin, viel Spaß in der Natur und freut euch an Videos, die ich oder auch viele andere YouTuber machen. In dem Sinn, wir sehen uns wieder. Ciao.